ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Mirror 3 mit eurem Gabriel Haro. Und in der letzten Folge haben wir uns ziemlich viel angeschaut und ich muss wirklich sagen, oh, das ist hier einfach alles viel zu groß. Na gut, wir schauen uns einfach mal jetzt nochmal jeden Raum nochmal genau an, gucken, ob wir wirklich nichts übersehen haben. Und also hier ist das Schmuckkästchen, wie schon gesagt, wir gucken uns das jetzt hier alles nochmal ganz in Ruhe an. Weil vielleicht haben wir noch nicht genügend in unserem Inventar. Wir schauen nochmal. Ich habe nämlich jetzt mal in off mal geguckt, wie ich denn das hier am besten unten mit diesem Menü hinkriege. Und am besten wirklich einen Gegenstand nehmen und dann nach links oder rechts ziehen. Und dann kriegen wir das am allerbesten damit hin. Weil dann geht auch das Menü nie weg. Stimmt, wir haben das Verlängerungskabel, eine leere Plastikflasche und die Rohrschellen. Ja gut, wir werden mal sehen, wozu wir das Ganze noch benötigen werden. So, wir schauen uns nochmal hier überall ganz genau um. Also hier in dem Raum ist schon mal Nippes, würde ich mal sagen. Hm. Moment mal, wir haben in der letzten... Oh, genau, in der letzten Folge sind wir ja überall schon mal gewesen. Ach, guckt mal, da ist die Hütte im Wald. Und ich habe mich schon gefragt, ob wir da nicht irgendwie sonst hinkommen. Gut, komm, wir fangen mal bei der Hütte im Wald an. Schauen, ob wir hier wirklich nichts übersehen haben. Waren wir hier letztes Mal schon? Konnten wir mit Ralph reden? Ich lasse Ralph erstmal seine... Nein, okay, wir konnten mit Ralph nicht mehr reden. Wir schauen nochmal hier hinten irgendwie an der Tonne oder an den Holzscheiten. Nein, da ist nichts. Gut, dann machen wir uns auf den Weg nochmal zur Kirche. Innen drin mit dem Vater haben wir auf jeden Fall gesprochen. Wir schauen aber noch einmal nach, ob wir nicht auch hier irgendwie was übersehen haben. Zumindest was in greifbarer Nähe ist. Hier sind die Bänke. Wenn ich nach hinten gehe, kann ich nur mit Vater sprechen. Hier war das Geheimfach. Und hier unten ist rein gar nichts. Gut, kann man dann nach draußen gehen. Dann gehen wir noch einmal zum Friedhof und schauen, ob wir hier noch irgendwas haben. Außer Samuels Grab, das wir uns ja auch schon angeguckt haben. Irgendwas. William Gordon, sein Grab. Nein, gut. Scheint hier nichts mehr zu geben. Dann weiter Richtung Tor. Ach, Entschuldigung. So, nochmal da. Nein, niemand da, ne? Ja, ja, keiner da, weil das ja das Haus vom Vater ist. So sieht's aus. So, hier hinten, das ist irgendwie so ein Hochbeet. Die Toilette nicht. Vielleicht nochmal mit dem Totengräber reden. Ich lasse ihn vorerst seine Ruhe. Gut, dann reden wir nicht mit ihm. Hier die alte... Oh, an der alten Tür kann ich noch was machen. Ja, dann lauf doch mal hin und mal gucken, was er nimmt. Die Glasscheibe ist locker. Hm, die nehme ich mit. Ja, unser Inventar ist ja auch noch nicht voll genug. Mann, okay. Jetzt haben wir noch die Glasscheibe. Ach, Tor, Friedhof. Ah, alles klar. Ich bin hier unten immer rausgegangen und dachte mir immer, ich muss immer den ganzen Kreis um die Kurve, um die Kirche laufen. Aber nein, hier komme ich wieder zum Tor. Das ist gut zu wissen. Hier hinten scheint wohl der Keller zu sein. Gut, dann gehen wir mal nochmal vorne in den Bereich. Hier hinten ist ja nur, oder hier vorne ist nur Sally ihr Grab, oder? Vielleicht sagt er ja noch was anderes dazu. Alter, wo läufst du lang? Das ist das Grab von Sally. Sie wurde ermordet. Ja, genau, okay. Ah, dann ist er da ganz rumgelaufen. Gut, da gibt es dann auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir nochmal... wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Hütte hatten wir. Nach Wormhill haben wir festgestellt, gehen wir nicht mehr. Und dann können wir nochmal in die drei Abteilungen. Dann gucken wir mal vorne ganz am Schlosstor, ob wir da noch etwas finden. Genau, hier ist noch der Menhir. Ich glaube, das ist einer dieser Menhir. Genau, das haben wir uns ja letzte Folge schon ganz häufig angehört. Das bringt uns leider noch nicht wirklich weiter. Von hier aus sieht das Schloss richtig bedrohlich aus. Jo. Kann man so sagen. Da ist noch der Briefkasten. Da war ich aber schon drin dran, oder? Ein leerer Briefkasten. Ja, okay. Gut, dann bitte einmal zum Eingang. Dann schauen wir nochmal
Ach, guck mal, hier ist noch eine Fassade, die ich letztes Mal nicht angeklickt habe. Das Schloss an sich ist ja schon unheimlich genug. Aber der Ruß an der Fassade lässt es aussehen, als käme es direkt aus den Kulissen einer Geisterbar. Ich sollte ihn entfernen lassen. Ah ja, hier überall der Ruß. Naja, ist halt auch abgebrannt. Hier ist noch der Menhir. Wir schauen uns weiter um. Das ist Eingang. Sonst sehe ich hier nichts. Dann Lunchbox. Ja, dann mal schnell dran gehen. Mal schauen, was wir da so Spannendes drin finden können. Ja, lass dir ruhig Zeit. Ist okay. Eine Lunchbox. Schätze, die gehört Greg. Ist nur noch eine große Packung Zahnstocher drin. Da hat wohl jemand viele Zahn. Oh, das stecken wir natürlich mit ein. Richtig so. Gut. Schauen wir uns hier außen erstmal nochmal um. Ob wir hier noch irgendwie was finden. Das ist nochmal der Menhir. Hier lag ja der Müll rum mit der Klappleiter. Glaube ich, konnten wir nichts machen, oder? Eine Leiter. Nein, genau. Stimmt. Damit konnten wir nichts anfangen. Aber könnten wir nicht eigentlich von außen in Angelinas Zimmer gehen? Einfach hier über die Leiter nach oben gehen und dann können wir da irgendwie über den Balkon? Das wäre doch mal eine Option. Aber wahrscheinlich ist das irgendwie nur unser Denken und nicht das Denken von Adrian. Aber ja gut. Gewächshaus. Da waren wir noch nicht drin. Warum waren wir da eigentlich noch nicht drin? Können wir da überhaupt rein? Einmal erst hier außen schauen, ob ich immer schön eine 8 fahre. Nö, na gut. Willkommen im Dschungel. Ja, da würde ich auch mal sagen, willkommen im Dschungel. Hier ist die eine Hälfte vertrocknet und die andere vergammelt. Naja, dann, ja, mir fällt dazu eigentlich gar nichts ein. Oh, ein Gartenschlauch. Klar, wir haben ja auch noch nicht genügend in unserem Inventar. Was haben wir denn da? Einen Gartenschlauch? Schläuche haben mir bisher immer Glück gebracht. Natürlich. Einfach rein damit. Eine Statue. Soll das die weiße Frau sein? Eher nicht. Zu leicht bekleidet. Oh Mann. Ich sehe sie schon überall, auch wenn sie es gar nicht ist. Trotzdem schade, dass sie so beschmiert wurde. Sie wurde beschmiert? Erkennt man gar nicht. Also ich erkenne das nicht. Okay, da? Nein, nimm das doch nicht bitte auch noch ins Inventar, verflucht nochmal. Das war wohl mal eine Hake. Jetzt ist es nur noch ein langer Holzstiel. Der untere Teil ist abgebrochen. Als ob wir nicht schon genug in diesem fucking Inventar hätten. Schaut euch das mal an. Wenn ich jetzt hier rumgehe, was er da alles drin hat, verflucht nochmal. Wo steckt der das alles hin? Alter. Mann. Eine vertrocknete Pflanze. Hier auf dem Schild steht, es handelt sich um einen Hügelbaldrian. Könnte uns das irgendwann nützlich sein? Wir können sie nochmal anklicken. Eine vertrocknete Pflanze. Nichts weiter. Also kann uns das wahrscheinlich gerade erstmal nichts bringen. Das ist die Statue. Da haben wir noch 9. Ja, komm, nimm den Eimer auch noch mit. Dann kannst du da ein bisschen was drin verstauen. Das ist ein Wassereimer. Mhm. Oh, kaputt. Gewesen. Naja, vielleicht kann ich ihn für etwas anderes brauchen. Mal gucken. Boah, wir haben jetzt so viele Sachen. Na, also, wir gucken mal. So, machen wir das mal so. Okay, dann komm, ich gehe jetzt mal durch, ob ich was Brauchbares finde. Ach, guck mal, damit kann ich das Loch stopfen. Dann mach das mal. Passt perfekt. Jetzt hat der Eimer einen Glasboden. Toll. Kann ich noch irgendwas verwenden? Ich guck mal. Ich habe jetzt ein paar neue Sachen bekommen. Okay, das nicht. Jetzt habe ich einen Stab. Ach, da kann ich die Rohrschellen dran machen. Ja, ist ja quasi wie ein Rohr. Ja, okay. So, ich habe die Rohrschellen am Stiel angebracht. Theoretisch könnte man jetzt noch mehr daran befestigen. Ja, dann gucke ich doch mal, was ich so habe. Das M? Okay, machen wir das auch. Hervorragend. Damit habe ich eine Art Enterhaken.
Das freut mich ungemein für dich. Da kann ich jetzt, glaube ich, kann ich da noch irgendwie was dran befestigen? Ich schaue einfach mal nach. Und da vorne sind nur noch die paar Visitenkarten und so. Nein, damit kann ich nichts mehr anfangen. Gut, dann der Eimer mit Glasboden. Dann kann man zumindest vielleicht nach unten schauen oder so. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht haben wir es doch nur gemacht, damit das Loch zu ist. Damit wir noch mehr in unsere Taschen reinfüllen können, Adrian. Hm? Gut, Gartenschlauch, den ich wahrscheinlich irgendwo mal drum binden muss. Zahnstocher. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig überfragt, was ich mit all den Dingern machen soll. Und der... Ne, okay, gut, dann gucken... Da war doch was. Teppich? Dann gucken wir doch mal, was hier an dem Teppich ist. Sehr ungewöhnlich, einen Teppich in ein Gewächshaus zu legen. Ja, sehr ungewöhnlich. Dann schau doch mal genauer nach. Vielleicht, wenn man hier barfuß gelaufen ist, dann wollte man schön warme Füße haben. Hm. Die Fugen zwischen den Kacheln sind nicht gefüllt. Die Kacheln sind hier nur locker nebeneinander gelegt. Okay, nebeneinander. Ja, kann ich es nochmal anklinken? Ja. Die Kacheln waren hier nur lose draufgelegt. Sie verdecken eine Bodenluke. Eine Bodenluke? Geht die denn schon auf? Würde mich eher wundern. Oh. Okay. Und wo geht es dahin? Auf jeden Fall weit runter. Sieht aus wie ein alter Brunnenschacht. Und da hat jemand was hingelegt. Oh, der Grund? Wer weiß, was alles am Grund dieses Brunnens vermodert. Will ich es eigentlich wissen? Den kann ich nochmal anklicken? Von dort unten strömt warme Luft nach oben. Ich denke, das ist das Abwasser aus dem Schloss. Ah, das war doch da der Keller, wo er nicht runtergegangen ist. Vielleicht kommen wir hier runter? Aber Moment mal, den Koffer, warte mal. Er hat doch gerade irgendwie gesagt, von wegen, dass ich jetzt einen Enterhaken habe. Kann ich das damit hochziehen? Jetzt bloß nicht ungeschickt anstellen, ja. Sonst fällt er vom Sims. Perfekt. Hab ihn. Da freut sich aber jemand. Okay, vielleicht habe ich einen Schlüssel dafür. Hm, wer weiß. Oder ich kann ihn einfach so öffnen, aber wahrscheinlich nicht. Ich brauche wahrscheinlich irgendeine Zahlenkombination, oder? Ein schwarzer Plastikkoffer. Mal sehen, was drin ist. Ein 10-Pfund-Schein? Eine Flasche Wein und? Ein Notizbuch. Vielleicht verrät mir das den Besitzer. Antolini? Aha. Hier auf der ersten Seite steht Henry Stanton. Was hat dieser Henry denn notiert? Das ist ja interessant. Scheint so eine Art Spitzel gewesen zu sein. Zumindest hat er hier akribisch festgehalten, wann sich welcher Schlossbewohner in der Teestube aufgehalten hat. 15 Uhr. Tea Time beendet. Victoria vergisst wieder, das Pferd zu schließen. 15.15 Uhr. Bates kontrolliert den Verschluss. Notiz: Der Schlüssel ist am alten Durkheim Gordon versteckt. 16 Uhr. Teezimmer leer. Gelegenheit nutzen. 16.30 Uhr. Besuch von Dr. Herman. Okay, also das Pferd, das wir jetzt die letzte Folge schon ein, zwei Mal gesehen und angeklickt haben. Und wir sehen auch, wo der Schlüssel versteckt ist, am alten Durkheim Gordon. Vielleicht den Stammbaum? Auf jeden Fall müssen wir das Pferd aufschließen. Vielleicht liegt da auch das Geld drin. Und so in der Art geht es weiter. Außerdem ist hier noch eine Zeichnung von einem Pferd. Dann machen wir uns doch mal direkt auf den Weg, weil ich habe ja hier die Möglichkeit, direkt in die Schlosshalle zu gehen. Dann mache ich das auch mal direkt. Dann spare ich mir ein, zwei Klicks. Durkheim Gordon. Jetzt hoffe ich mal, dass das wirklich an dem Stammbaum ist. Das wäre doch mal was, bitte. Ja, er geht sogar hin. Könnte es wirklich sein? Ja, bitte? Durkheim Gordon. Mal sehen. Ah, hier ist er ja. Verheiratet mit Lillian Gordon. Ja, und was bringt mir das jetzt? Durkheim Gordon.
Mal sehen. Ah, hier ist er ja. Verheiratet mit Lillian Gordon. Ja, und das bringt mir jetzt was? Hab ich denn irgendwie Durkheim Gordon verheiratet mit Lillian? Ja, und was bringt mir das? Der Schlüssel wird doch nicht auf dem Friedhof liegen. Oder etwa doch? In der Familiengruft oder so? Ich gucke gerade mal. Ich krieg da auch nichts auf. Ich habe auch nichts, womit ich das aufschließen könnte oder so. Dann gibt es hier noch Säulen. In der Ecke steht eine reich verzierte, mächtige Säule. Ja, das kennen wir schon. In der Ecke steht... Ich hätte gedacht, dass da vielleicht jetzt irgendwelche Infos stehen. Oh, da oben ist noch ein Wandgemälde. Ein altes Wandgemälde. Sieht aus wie das Abendmahl. Ja, könnte sein. Oh, noch ein Kronleuchter. Die Kerzen sind alle runtergebrannt. Ach, egal, ich hatte eh nicht vor, sie anzuzünden. Durkheim Gordon und Lillian Gordon. Auf jeden Fall sind wir schon mal ein Stückchen weiter auf jeden Fall gekommen. Da ist noch ein Türrahmen. Das ist die einzige Stelle in der Bibliothek, die vom Feuer angegriffen wurde. Zum Glück. Ich würde ja fast auf Friedhof tippen. Aber, ich habe ja gesagt, wir wollen uns ja hier nochmal ein bisschen umschauen, ob ich nicht doch noch irgendwo was übersehen ein habe. Ein riesiger Stein. Nein, das kennen wir schon. Der Globus ist aus Metall. Das kennen wir auch. Und die Baufolie. Okay, die Küche. Na komm, wir gehen erstmal nochmal in die Küche. Ich wollte ja jeden Raum hier noch einmal absuchen. Dann machen wir das zur Halle. Hier hinten ist noch ein leerer. Momentan habe ich keine. Ja. Das hast du mir letztes Mal auch schon erzählt. Okay, dann gucken wir mal weiter. Unten zum Keller noch einmal. Vielleicht trauen wir uns ja jetzt eher mal. Gucke. Was ist denn das da? Eine Sprühdose? Schnell aushärtender Bauschaum. Extra stabil. Bestens geeignet für Feuchträume. Ach. Oh, feucht. Ich habe Feuchtträume gelesen. Böser Gabro, böser Gabro. Genau, das haben wir. Das haben wir. Oh, Steckdose? Steckdose? Eine Steckdose. Ob da Strom drauf ist? Ja, weiß ich nicht. Halt doch mal einen Finger rein. Aber ich habe doch hier ein Verlängerungskabel. Das stecke ich jetzt da nicht rein, scheinbar. Die Streichhölzer oder... Nein, macht ja alles gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Warte mal, Eimer. Was reinfüllen? Kann ich jetzt vielleicht runter? Hier ist Victoria, hat ihr... Nein, ist okay. Ist okay. Oh, okay. Dann habe ich ja doch noch das ein oder andere letztes Mal übersehen. Warte mal. Ich habe da gerade noch was gesehen. Vielleicht war ich jetzt wieder zu schnell. Boah, das wäre auch fies, wenn er das einfach verdecken würde. Okay. Dann gehen wir auch mal in die Schlosshalle und dann ins Teezimmer, oder? Ich war hier gerade so schnell unterwegs. Nee, okay, gut. So, jetzt sind wir aber schon mal... Durkheim Gordon. Ich wette, ich muss noch mal mit Vater Frederick reden. Da ist die Pferdeskulptur, Marmorsockel, okay. Oh, Wand? Vermutlich hingen hier früher Bilder. Entweder sind sie beim Brand zerstört worden oder man hat sie abgehängt, um renovieren zu können. Okay. Ah, guck mal, da dann auch noch. Was sind das denn für Flecken? Sieht wie Schimmel aus. Gesund ist was anderes. Aber ich kann ihn ja nochmal anklicken. Was sind das? Sieht wie Schimmel aus. Warte mal. Schimmel, Feuchträume. Wenn ein Raum feucht... ein Raum feucht ist, kann ich hier vielleicht irgendwo den Bauschaum benutzen? Mal gucken. Ja. Wusste ich doch. Nein, kann ich nicht. Aber vielleicht kann ich mir jetzt die Pferdeskulptur genauer mal ansehen. Das ist das Pferd, von dem Henry in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Ja. Das ist das Pferd. Okay, dann gucken wir uns jetzt genauer mal den Marmorsockel an. Also Fury, wo ist dein Geheimnis? Ah, guck mal. Und da hinten ist die Plane. Ja, ein Pferd. Ja, das war's, ne? Hier unten ist dann garantiert irgendwie was drin und... Und mehr kann ich auch gar nicht machen. Das ist aber doof. Naja, gut. Okay, hier können wir erstmal nichts mehr machen.
Und ich würde doch dann einfach mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal vielleicht bei Vater Frederick noch einmal um, ob dort möglicherweise, ob er... Ach komm, wisst ihr was, wir machen das jetzt mal eben. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. Komm, einmal schnell zu Vater Frederick, ob der Bescheid weiß. Los, 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 los. Hallo, Vater. Adrian. Gut, er weiß davon nichts. Danke super. Für die Hilfe. Der Herr. Okay. Gut, er weiß leider nichts oder beziehungsweise wir fragen ihn nicht danach. Dann bleibe ich doch hier einfach mal stehen und bedanke mich heute, also heute fürs Zuschauen. Ich bedanke mich Warte mal, wie war das gleich nochmal? Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei der heutigen Folge und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich sage bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.